Können Sie mir sagen, können wir da durchlaufen? Meine Augennerven, die sind wie explodiert. Und wenn man da unten nachkommt, geht es nicht weiter, oder? Irgendwann hatte ich die Aussage, in 3 Monaten sei ich blind. Es wird wärmer. Du hast Textilien. Strumpfhose, Enkel, Startwoll, Enkel, Ente. So, dass immer sich zusammenbüscheln und dann gleich wieder irgendwie die gute Mut für eine Katze und selbstständig und Vertrauen darauf, dass das Leben mich dreht. Wie gelingt ein gutes Leben auch mit Behinderung? Davon handelt dieser Film. Guten Morgen, Frau Schläfli. Jetzt ist es gerade hell, hä? Nein, laut ist es. Laut. Gehen wir weiter? Ja. Andrea Schläfli ist früh unterwegs. So hat sie genügend Zeit, um den Weg zu ihrem heutigen Arbeitsort zu finden. Jetzt sind Sie ja nicht so häufig hier in Andelfingen. Wie orientieren Sie sich? Also, für mich ist das Leben ganz häufig ein Memory-Spiel. Und da bin ich jetzt immer ein bisschen unsicher. Aber wenn ich dann dort bin, weiss ich, glaub, wo ich muss abzweigen muss. So. Also, was heisst das Memory-Spiel? Erinnerungen? Oder? Ja, wie so erinnern, wo geht es ungefähr durch. Und das hilft mir aber schon, dass ich genug entspannt bin, um das zu machen. Wenn ich es gar nicht weiss, werde ich nervös wie verrückt. Können Sie mir denn mal beschreiben, was Sie wirklich sehen? Ich weiss es selber nicht. Also, ich sehe auf einem Auge gar nichts. Und auf dem anderen Auge sehe ich wie so Fleckchen, die sich aber auch immer bewegen. Darum ist es manchmal überhaupt nicht gesagt, was ich gesehen habe. Ich habe einen Signalstock, der ist kürzer, dass die Leute vor allem sehen, dass ich sie nicht gesehen habe. Ah, Sie brauchen den nicht zum Tasten quasi? Also manchmal schon, wenn ich ganz unsicher bin, ob es jetzt einen Tritt hat oder... Andrea Schläfli arbeitet als Auftritts- und Kommunikationstrainerin. Heute bei der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich. Vielleicht irgendwo ein Knopf, um die Scheibe Storen aufzulassen. Diese Tätigkeit hat sie schon ausgeübt, als sie noch gesehen hat. Oder ist es da? Wenn man ihnen so zuschaut, kommt man aber nicht auf die Idee, dass sie sehbehindert sind. Das höre ich sehr häufig. Das höre ich wirklich häufig. Ja. Was ist das? Training, oder? Vielleicht auch ganz fest wollen. So, und wenn ich einen Raum wie jetzt abgescannt habe, dann fange ich mich einfach drin bewegen und tue damit so. Hoi Oli, hoi. Dimis, hoi. Hoi Dimis, hoi. Oliver. Hoi Oliver, ja, Dimis, hoi. Heute trainiert Andrea Schläfli Feuerwehrleute aus dem Kanton Zürich. Inhalt kriegt ein Gewicht in seiner Gesamtheit vom Idealfall. Also das variieren die Zahlen ein bisschen, aber von ungefähr 6%. Guten Morgen miteinander. Mein Name ist David Biasco von der Feuerwehr Schlieren. Ich nehme manchmal zum Beispiel wahr, wenn jemand hier steht und einen Auftritt hat. Ich glaube, das sieht man nicht mal, aber dann spüre ich, wie das jemandem seine Knie zittert oder dass sie die Schuhe in die Zeche bewegt oder so. Ja, genau. Aber das ist schon fast ein 7. Sinn, oder? Ja, schon. Es ist eine Kombination, genau. Ist Ihnen das vielleicht sogar von Vorteil, dass Sie nicht nur mit den Augen wahrnehmen? Ja, ich bin an einem Punkt, wo ich behaupte, es ist ein Vorteil. Also vor allem für die Art von Beruf, weil wir uns so schnell blenden lassen. Und wenn ich nicht einfach alles nur an der Fassade abscanne, dann nehme ich vermutlich noch etwas anderes wahr. Andrea Schläfli lebt in Winterthur. Sie ist Single und führt ihren Haushalt allein.
sind wahrscheinlich darauf angewiesen, dass immer überall alles am gleichen Ort steht, immer. Oder? Für mich ist es ganz schlimm, wenn jemand rumrumt. Aber ja, manchmal gibt es das. Also etwa 2-3 Mal im Jahr kommt mir eine Freundin helfen putzen. Und sie tut dann nämlich irgendwie ein bisschen einbiegeln, was man ihr ja nicht verdenken kann. Aber am Schluss muss ich alles wieder also richtige Plätzchen zurückstellen. Andrea Schläfli lebt ohne IV-Rente. Sie will sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Aber Sie sind schon viel auf Goodwill angewiesen von Ihrem Umfeld, oder? Am Anfang ist das eine grosse Herausforderung, sage ich, ja. Ja, ich brauche Hilfe. Bei was brauche ich Hilfe? Wie jedes Mal, wenn man es formuliert, oder, könnte ich wie auch so eine Welle mitkommen, von ich tue mir jetzt ein bisschen leid, dass ich jetzt hier wieder muss um Hilfe fragen muss. Und vorher habe ich das ja können und jetzt kann ich das nicht mehr. Pardon. Entschuldigung. Ja. Gesehen hat nichts auf dieser Seite. So. Andrea Schläflis Leben mit Sehbehinderung begann vor bald 10 Jahren. In einer Augustnacht waren ihre Sehnerven richtig gehend explodiert. Ich bin dort am Morgen verwacht und habe zu meinem Partner gesagt, du, ich sehe nichts mehr. Rückblickend muss ich sagen, dass die Formulierung hat dann nicht gestimmt. Also ich habe hier noch mehr gesehen, als ich jetzt gesehen habe. Aber gefühlt war es halt so, ich bin verwacht und ich habe nichts mehr gesehen. Diese Art der Erblindung ist äußerst selten. Ihre Ärzte staunten darum vor allem über die medizinische Sensation, ohne Andrea Schläfli jedoch zu helfen. Diese musste zusehen, wie ihr Sehvermögen mehr und mehr zurückging. Ich kann mich erinnern, also Sequenzen, oder, wo ich sitze und warte, eben, dass wieder irgendein Arzt oder eine Ärztin Zeit hat. Und ich auf die Schuhspitze geschaut habe und dann abwechslungsweise das eine und das andere Auge zugemacht habe und wie angefangen habe zu testen, was sehe ich noch. Und halt über die Woche hinweg erlebt habe, bis ich irgendwann mit dem linken Auge halt den Fuss nicht mehr gesehen habe. So. Ich hatte einfach Angst. Und irgendwann wollte ich einfach nicht mehr. Ich habe irgendwann gedacht, ich habe gar keine Kraft mehr. Für was soll ich mich da dauernd zu irgendwann diesen Termin schleppen? Und wie der Typ noch meinen Schädel aufschneiden. Halleluja, man macht jetzt hier keine Frankenstein-Verfilmung. Ja, ich habe einfach gedacht, jetzt komme ich dann irgendwo oben runter. Andrea Schläfli suchte Hilfe in alternativen Heilmethoden und reiste in eine ayurvedische Augenklinik in Indien. Dort konnte man das Fortschreiten der Erblindung zwar stoppen, ihr Sehvermögen kam aber auch dort nicht zurück. In dem Spital hatte es ganz einen alten Arzt gehabt. Und er war so auf dem Klinikgelände irgendwie unterwegs, fast wie ein Geistli. Dann ist er so irgendwo auftaucht oder so. Ich dachte, ich habe einen Arzt. Und er hat die wunderbare Gewohnheit gehabt, dass er einmal im Tag ist er sicher bei mir im Zimmer gestanden. Ich glaube, ich habe ihn nie gehört. Also ich habe dann manchmal gewitzelt, er materialisiere durch die Wände durch. Irgendwann habe ich nämlich gemerkt, er steht bei mir im Zimmer. Und er hat einfach mich angeschaut. Dieser alte Arzt sollte an Andrea Schläfli noch ein Wunder vollbringen. Doch davon später. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel den Trottoirrand gut. Und dann laufe ich einfach dem nach und schaue gegenüber, bis ich dann lande bei der taktilen Markierung. Und da wartet sie, dass auch der Buschauffeur sie sieht. Genau. Grüezi! Ich steige beim Pilz aus. Hauptbahnhof. Danke. Andrea Schläfli bewegt sich versiert im öffentlichen Raum. Aber sie sei stets etwas am Hochstapeln, sagt sie mir. Also ganz viele von uns
bemüht sich natürlich wahnsinnig, um Sachen auswendig zu lernen. Und dann wirkt sie so souverän. Und dann kann man sich fast vormachen, es sei jetzt nicht wichtig. Oder wir können es ja, es sei überhaupt kein Problem. Und da könnte man jetzt aber auch eins zeigen, oder? Also da führt zu keinem Eingang irgendetwas hin. Und ich weiss wirklich nicht, wo das der Schalter ist. Und ich würde mir das wünschen. Dass aber das heisst, man schneidet sich auch ein bisschen das eigene Fleisch, wenn man so viel leistet im Auswendiglernen und so. Genau, aber das Leben ist dermassen mühsam anders, oder? Also jetzt müsste ich da wieder irgendjemand, ich sage jetzt quasi belästigen und sagen, sie können sie mir helfen, können sie mir helfen, den Schalter zu finden, können sie mir helfen. Also man müsste ja dann noch so Tickets rauslassen, dann müsste man sehen, dass irgendwann einem seine Nummer kommt, oder? Und alles das, was ja gefordert ist, nämlich, dass wir selbstständig können, wir betroffenen Menschen, das ist dann nicht gegeben. Das ist jetzt. Sorry, können Sie mir sagen, kann man hier durchlaufen? Sehen Sie das? Ja. Kann man hier durchlaufen? Ob Sie hier durchlaufen können? Können Sie lieber so auf diese Seite? Entschuldigung. Okay, gut. Sie können so ein Stückchen mit mir mitkommen, ist das gut? Ich muss sowieso gerade hier führen. Ist gut, danke Ihnen vielmals. Merci. Schauen Sie, wenn Sie jetzt hier mit mir laufen. Wo sind? Da vorne. Achtung, aufgepasst. Gehen wir gerade da, wenn Sie sich da schnell an mir heben. Aha, wow, danke vielmals. Bitte schön. Danke vielmals. Vorsicht, Vorsicht, da geht's durch. Entschuldigung. Vorsicht, aufpassen. Ist gut. So, wow. Ich muss jetzt hier rein. Sie kann ich Sie so hoch? Ist gut, danke vielmals. Okay. Schönen Jens, Tag schönen an dir. Schönen Tag, wiedersehen. Entschuldigung, darf ich Sie echt stören? Ja. Darf ich da durchlaufen? Ja, danke vielmals. Leid. Da hat es jetzt gar keine Leitlinie mehr. Genau. Das ist leider an ganz vielen Bahnhöfen so, dass es überhaupt nichts gibt. Ich nehme hier die Wand wahr. Für mich ist es toll, wenn ich irgendeiner Wand nachgehe. Und ich weiss einfach, ich muss da führen bis ganz zum Schluss und dann links drauf. Auch auswendig gelernt. Achtung. Ich merke, ich finde es anstrengend. Und eben, wenn dann so ein Moment kommt, wenn einem out of the blue jemand dann noch anlangt, der quasi will helfen, aber nicht einmal ein Wort sagt, eben, wie es manchmal passiert, einem quasi aus dem Weg zücht oder so, dann verschrecke ich so. Und weiss zwar, dass die Leute eigentlich gut meinen, aber im ersten Schreck fauche ich sie einfach an, weil ich es so schlimm finde, dass mich dann jemand noch so draus bringt, wenn er schon irgendwie alles so macht innerlich. Zurück zum alten Arzt in Indien. Ja, irgendwann hat er mich gesagt, you must happy. Also ich bin brüllend in meinem Bett gelegen. Ich kadere mit mir, mit dem Leben, mit allen Abschied, die ich in meinem Leben schon nehmen musste und so. Und dann steht er da und findet «You must happy» und ich hätte ihn können erwürgen. Was andere im Vorbeigehen machen, ist für die 52-Jährige ein Spießrutenlauf. Ich weiss, ich muss da irgendwo gegen da rüber. Da wird es kalt. Da hat es Joghurt oder so. He? Es wird wärmer. Da hat es Textilien. Ja, hei, hei, hei. Strumpfhosen kaufen im Supermarkt zum Beispiel. Mit ihrer Mutter hat sie den Laden einen ganzen Vormittag lang rekognosziert. Es wäre super, wenn da gerade jemand wäre, der da schafft. Hast du gefunden? Eben, es gibt so eine App, das heißt Seeing AI. Das ist also Seeing Eye und Artificial Intelligence. Und das tut sollte vorlesen. Strumpfhose Enkor start wohl Enkor entickt. Aha, mit wohl. LT, Irakse. Und das ist was für eine Farbe? Kannst du es lesen?
Anthrazit, Anthrazite. Aha, immer noch Anthrazit. Also Farben sehen Sie nicht? Nein, ich sehe keine Farben. Und dann, wenn sie so hängen, oder, dann weiss sie ja auch nicht, ist es eventuell vermischt. Coco. Hat es denn da noch andere Farben? Ist denn das Anthrazit wirklich grau? Ist das so grau oder ist das so grünlich? Es ist wirklich grau. Okay, nein, das habe ich nicht gern. Oh, was haben wir denn da? Homograph Start XI Homograph Bronze. Bronze. Es war nicht Bronze, es war Bronze. On SCHW Noir Noir Knuber Porzellane. Hat sich das Verhältnis zu ihrem Äußeren verändert, seit sie sehbehindert sind? Also ich bin recht dankbar, wenn mich jemand zum Beispiel darauf aufmerksam macht, wenn irgendwie fürchterliche Flecken oder etwas, oder wenn jemand sagt, du, das T-Shirt, das kannst du jetzt in dem Fall nicht mehr anlegen. Das musst du jetzt einfach die Altkleidersammlung tun. Das bin ich einfach froh. Ja, ich habe natürlich schon den Wunsch, dass man nicht irgendwie so einfach abgekürzt aussieht, oder? Weil ja, ich möchte ja nach wie vor im Berufsleben unterwegs sein und so. Und dann ist es mir schon wichtig. Jetzt nehme ich die, die da von mir ist. Geht's? Dann steht der da und findet «You must happy» und ich hätte ihn können erwürgen. Und hat dann auch argumentiert mit ihm und ja, aber und ihm mein Elend und mein Leid und mein Selbstmitleid und er müsste doch verstehen und er könnte doch nicht sagen, ich müsse jetzt einfach glücklich sein und so. Und das Spiel haben wir jeden Tag gemacht. Und dann ist er wieder da gestanden und hat gesagt, du warst happy. Andrea Schläfli ist Sekundarlehrerin, Theaterpädagogin, Kulturmanagerin. Bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit muss ihr Hörsinn den Sehsinn weitgehend ersetzen. Jetzt habe ich hier «Der unendliche Augenblick». Das ist das Buch. Welt- und Menschenbild der Moderne, das in der Maxime der Aufklärung seinen Ausdruck fand. Es braucht recht viel Konzentration, nachher so einen Text so zu hören. Und dann muss ich mir vor allem sehr präzise aufschreiben, wenn oder welche Textstelle finde ich wichtig, dann muss ich mir irgendwie die Minuten aufschreiben, welches Kapitel. Und dann gebe ich das der gleichen Person, die eben auch so Lektoratsachen macht für mich, gebe ihre Printversion, gebe ihre Zeitangabe und sage, schau, im Kapitel 9, die Stelle, etwa so und so ist die im Wortlaut, findest du sie, dass man sie nachher präzise zitieren kann. Man könnte ja auch sagen, ich soll selber lesen. Und das mache ich partiell auch, aber ich sage jetzt, bei einer so einer ganzen Publikation ist das für mich einfach so unglaublich anstrengend, wenn ich jetzt das hier müsste lesen, alles. Dann ist es eigentlich eher so, also da kann man vergrössern, da kann man das Buch drunter legen. Mit dem kann man rumfahren, oder? Kann man es physisch anschauen, da ist jetzt ein bisschen zu klein für mich. Oder? Kann ich jetzt hier lesen, ich kann auch drunter, ich kann mit meinem Stift markieren, wenn ich möchte markieren. Aber ich muss sagen, ein ganzes Buch so lesen, finde ich sehr anstrengend. Zürich, Ende Oktober 2022. Menschen mit Behinderung tauschen sich mit Vertretern der kantonalen Verwaltung aus. 1, 2, 3. Ich glaube, es ist zu laut. Zu laut? Ja. 2014 hat die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet. Umgesetzt wurde davon wenig. Wo spüren Sie denn am meisten Diskriminierung? Auf allen Ebenen. Wirklich auf allen Ebenen, wo die Konvention berücksichtigt. Also das ist, wo die Schulhäuser schon nicht so sind, dass Kinder könnten integriert werden und. Also. Sie mögen gar nicht davon aufzählen. Nein, es wird gerade episch. Also jetzt bin ich letzte Woche auf einer Webseite gewesen. Ich wollte eine Kontaktanfrage machen. Habe am Schluss brav das Höckli gesetzt. Ich bin kein Roboter. Und dann tack, ist ein Fenster aufgegangen. Und dann sind, ich weiß doch auch nicht, ich sage jetzt 16
Föteli, ganz körnige, verschwommene Föteli in Briefmarkengröße auf dem Bildschirm erscheinen. Man müsste die anklicken, die Fußgänger drauf haben. Ich kann es einfach nicht selber. Meine Selbstständigkeit ist eingeschränkt. Und da war jemand zu Werke, der einfach keinen Gedanken daran verschwendet hat. Moderatorin der sogenannten Partizipationskonferenz des Kantons Zürich ist Andrea Schläfli. Okay. Und dann den. Wir brauchen für die Arbeit Leute, die verstehen, wie es ist, in einer kantonalen Verwaltung zu arbeiten, also für öffentliche Aufgaben verantwortlich zu sein. Leute brauchen wir, die auch moderieren können, einen Dialog fördern zwischen verschiedenen Disziplinen, zwischen Verwaltungsangestellten und Betroffenen. Und wir brauchen jemanden, der etwas versteht von Behinderung. Und Andrea Schläfli versteht von allen drei Sachen wahnsinnig viel. Darum ist sie für uns die Idealbesetzung. Hier die Bühne, Andrea, vielen Dank. Jetzt miteinander. Grüezi miteinander. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute Nachmittag mit Ihnen hier sein darf. Wir alle wissen, es gibt so viele Fragestellungen, die jetzt für den Kanton Zürich zu lösen sind, die für jede Gemeinde zu lösen sein werden. Und es ist an uns, da den Impuls zu geben für kreative Lösungen, für inspirierte Lösungen, für Möglichkeiten, die hoffentlich... Und es ist dann noch ein Weile gegangen. Also es ist, wir haben so weitergemacht und es ist immer um «You must happy» gegangen. Und je länger es gedauert hat, umso mehr Leichtigkeit hat es mir gegeben. Das ist ziemlich verrückt, oder? Man könnte jetzt sagen, ja, was, oder? Ist es zynisch oder wie auch immer? Auf jeden Fall ist der wunderbare Tag und der magische Moment gekommen, wo er in meinem Zimmer gestanden ist und gesagt hat, now I feel it. Zack. Und raus. Und raus, nicht zu unten. Juhu. Voilà. So schön. Mit ihrer Freundin Doris Stalder teilt Andrea Schläfli ihre Begeisterung fürs Wandern. Doris Stalder ist medizinisch gesehen blind, hat aber noch einen minimalen Sehrest. Dann studieren wir doch mal den Wegweiser. Genau. Der ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Der ist sehr blöd, hier mit dieser Sonne. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Ah, ich muss so stehen, dass die Sonne hinter dem Wegweiser ist. Hat es da wieder irgendeine Farbe, die ich nicht gesehen habe? Nein. Da unten hat es, glaube ich, irgendeine Zahl. Weißt? Ah ja, genau. Ist das der? Ja, das muss der Jurahöhenweg sein. Also wenn ich fotografiere, weiß ich auch nicht so genau, was drauf ist. Aber das spielt ja keine Rolle. Ah, ihr seid ein hübsches Pärchen. Das mit dem Foto ist eben so eine Sache. Einmal hat mir Doris gesagt, weißt du, und manchmal meine ich, fotografiere ein hübsches Blümchen und dann war es ein Robidog-Säckchen. Jetzt? Ah, oh, ich glaube, das geht hier auf, oder? Ich sehe es nicht. Doris Stalder erblindete Mitte 20. Ich glaube wirklich, oder? Die Orte, wo Doris sieht oder wo ich sehe, das ergänzt sich, glaube ich, wirklich recht gut so. Weil ich im Zentrum zum Beispiel auch noch etwas sehe. Genau. Aber ich sehe keine Farben und du siehst noch ein bisschen Farben und so. Und dann setzt sich das so zusammen. Zeig auf Augenhöhe. Genau. Wir gehen zuerst Richtung Palmflöchöpfle und dann Richtung Rötchen. Genau. Haben Sie gesagt, es ist nicht gefährlich, aber jetzt hier, also ich meine, da geht es jetzt recht das Loch ab, oder? Wenn ich da sorgfältig Schritt für Schritt, Fuß vor Fuß setze, dann ist eigentlich der Abgrund für mich gar nicht wichtig. Und was ist jetzt das Vergnügen für Sie beide? Also, ich würde es einfach nur ergänzen. Also, ich sehe auf dieser Seite nichts. Ich habe noch gar nicht gemerkt, dass es wirklich runtergeht. Ich laufe einfach auf dem Weg. Nein, für mich ist schon ein Vergnügen, draußen zu sein, zu schnaufen, zu hören. Vorher das Bächli. Einfach in der Natur sein und merken, wie die Bewegung in der Natur, wie das einem einfach auflädt. Doris Stalder arbeitet als medizinische Masseurin, hat mit 50 ein Soziologiestudium absolviert, fährt Tandem und spielt Golf. Doris Stalder gibt Ihnen Mut. Mut für was? Also für mich ist so ein Schlüsselsatz
wo sie mir bei unserer ersten Begegnung außerhalb von dieser Skitourenwoche gesagt hat, weißt du, ich überlege mir einfach immer, wenn ich etwas wirklich will, wie kann ich es für mich möglich machen? Das ist ein Schlüsselsatz, oder? Irgendwie merke ich, aha, es geht eben genau nicht darum, ja, ich kann es nicht, sondern, ja, da kann man anfangen, das Domino bauen, rundherum, wie ist es denn möglich? Solche Sachen machen mir Mut, ja. Ich sage immer, ich habe kein anderes Leben, ja, nur das. Und mein Ziel ist, aus dem, was ich zur Verfügung habe, möglichst viel Positives zu nehmen und nicht defizitorientiert zu leben. Ja, wir sind so höher als der weiße Stein. Ja. Genau. Super. Sie haben auch schon so viele Gipfel jetzt erklommen, seit Sie diese Sehbehinderung haben. Auf was sind Sie am stolzesten? Haben wir das noch nie in Terminologie von Stolz überlegt, aber ich meine, es ist toll, dass ich das überlebt habe. Dass Sie damals nicht runtergekumpelt sind. Genau. Und er hat mir dann irgendwann halt einfach so eindrücklich gesagt, look, wenn du so in dieser Energie bist, wie du gewesen bist, meinst du, du hättest überhaupt einen Funken, der etwas heilen kann? Und meinst du, du hättest überhaupt einen Funken Ausstrahlung, der macht, dass irgendein Mensch gerne in deiner Umgebung ist? Ja. 7 Jahre arbeitete Andrea Schläfli als Kulturvermittlerin bei der Stadt Winterthur. 2016 kündigte sie frustriert. Bei diesem Schriftzug Superblock hätten sie sich gewünscht, wir nehmen es Ellen weg. Superbock, wieso? Ich finde es unglaublich schlimm, dass eine öffentliche Verwaltung von einer so grossen Stadt im Jahr 2015 einen Neubau bezieht und der ist nicht barrierefrei. Und ja, manchmal, wenn ich wirklich einfach so frustriert war, habe ich gefunden, es ist einfach ein Superblock, es ist kein Superblock. Gerne hätte ich gefilmt, wie Andrea Schläfli und der Winterthurer Stadtpräsident diese Frage diskutieren. Doch dieser will mich nur ohne seine ehemalige Angestellte empfangen. Den Vorwurf kann ich nicht ganz verstehen. Dass der Bau ist eigentlich von den Grundeigentümern gebaut worden nach der SIA-Norm 500. Das ist hindernisfreies Bauen. Wir haben dann selber im Januar 2016 eine Begehung gemacht mit Mitgliedern auch von der Behindertenkonferenz Kanton Zürich. Wir haben dort gewisse Sachen festgestellt, die wir noch nachbessern müssen. Und haben die nachher in den Weg geleitet. Also, ich denke, wir haben reagiert darauf, dass auch wir gefunden haben, da kann man noch etwas verbessern und haben gewisse Massnahmen ergriffen. Und von dort her habe ich dann damals wirklich gesagt, wir haben ein behindertengerechtes Verwaltungsgebäude. Trotz Nachbesserungen, beim Blindenleitsystem zum Beispiel, besteht auch heute noch Handlungsbedarf. Da müsste es eben auch eine Leitlinie haben, wo durchgehend ist, dass man merkt, wenn man da aussteigt oder da wartet, dass man wirklich auf den Bus kommt und das auch findet. Und da vorne ist eben die Linie, die hört einfach auf. Also die müsste da ganz sicher, also letztlich müsste sie ja die Bushaltestelle führen. Aber es ist völlig unklar, wieso da einfach aufhört, oder? Die findet man nie. Also von da hin, die findet man einfach nie. Aber jetzt Frau Schläfli, es sind 4% Sehbehinderte in der Schweizer Bevölkerung. Das sind enorme Kosten, die das generieren würde, wenn man das alles so machen müsste. Ist das nicht überrissen? Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Ja, die finde ich persönlich ganz schwierig, weil ich sie als zynisch empfinde. Wir reden über Menschenrechte. Und wir reden über einen Auftrag von einer öffentlichen Verwaltung. Entweder ist sie öffentlich oder man möchte intern ein bisschen zusammen shooten. Und Menschenrechte sind einfach nicht verhandelbar. Ja, ob jetzt die 5 Meter, die das sind, noch so unglaublich viel mehr gekostet hat, das wage ich zu bezweifeln.
Ihre Erfahrungen bei der Stadt Winterthur schmerzen Andrea Schläfli bis heute. Ich hätte mir natürlich so sehr gewünscht, dass zum Beispiel irgendein Kopierer zur Verfügung steht, der nicht einen Touchscreen hat, dass ich eben nicht die Assistentin vom Bereich Kultur immer fragen muss, hey, könntest du mir bitte helfen kopieren oder könntest du mir bitte helfen scannen oder wie auch immer. Und sie hat das mit unendlicher Liebe und Geduld immer gemacht, aber ich habe durch das Bedürfnis selber meine Arbeit machen können. Ich habe mit Technikern geredet, da hat sich eine wirklich erdreistet und gefunden, es sei witzig und sagt, ich soll ja irgendwie mit Tippex irgendeine Markierung auf den Touchscreen machen und so. Also das hat unglaublich viele Etappen gegeben, wo ich gesagt habe, wie fest ich in Not bin. Und es gibt ja auch bei der Stadt Winterthur eine Diversity-Beauftragte. Ich habe auch mit ihr ein Gespräch gesucht und ich habe keine Unterstützung bekommen. Und so dass immer sich zusammenbüscheln und dann gleich wieder irgendwie die gute Mut für euch kratzen und sagen, ja, ich bin selbstständig und vertraue darauf, dass das Leben mich dreht. Ja, manchmal finde ich es wahnsinnig anstrengend. Manchmal ist das mega frustrierend und dann ist man ja manchmal auch so hin und her gerissen. Ja, soll ich jetzt wieder den Finger draufheben? Soll ich da... Ja, oder ist es wirksam, wenn ich mich wieder einsetze, wenn quasi vis-à-vis so Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger das Gefühl, jetzt kommen wir wieder mit der Maximalforderung und so. Und sich selber zwischen ihnen aussagen und sagen, heute mag ich jetzt gerade nicht. Morgen dann wieder. Es hat eine Weile gedauert, bis ich irgendwie gespürt habe und konnte verinnerlichen. Oder ich meine, zumindest konnte ich anfangen, verinnerlichen, verstehen, drin hineinwachsen. Dass das Happy wirklich auch wieder den Raum hat. Ja, you must happy, das glaube ich. Und also, es gibt keinen Tag, wo ich nicht irgendwie ganz bewusst Danke sage für alles, was ich habe.